Na, seht ihr jetzt mich, ne? Moment. So. Die Top 4 steht uns gegenüber. Wollen wir es wagen? Komm, wagen wir es, ne? Wir sind hier ja nicht in Pussyhausen. So, die erste ist... Hello there, I'm Crystal of the Elite Four. My supernatural Pokémon. Oh Mann, abgestürzt, oder? Ach, keine Ahnung. Will destroy you. Oh, die geht ja richtig gleich zur Sache. Okay. Das ist die erste, der Top 4. Bin gespannt auf das Level. Level 74 geht eigentlich. Gut, dass ich Arcani draußen habe. Weil ich dachte, jetzt kommen Eis-Pokémon. Es kam aber ein Käfer-Pokémon, was mich sehr gewundert hat eigentlich. Naja. So, der Oma ist down. Was kommt jetzt? Quappo. Da wechsle ich zu PY. Ah, Level 75. Geht auch noch. Ist auch noch im Limit, meine ich. So, jetzt setzen wir unsere Psychokinese ein. Haben wir im letzten Part auf 12 AP geskillt. Okay, jetzt kommt Yugong. Da muss ich... ich weiß nicht, soll ich... Nee, ich gehe sicher. Ich spiele jetzt auf Sicherheit, deswegen nehme ich jetzt Kiffer. Mit einer Explosionsattacke. Explosion, ich meine Donnerblitz. Donnerblitzattacke. So. Hat Level 76. Auch schon ziemlich hoch. Ich wette, der Champion hat bestimmt 80er. Dann passt es ja von den Leveln her. Ich dachte schon, ich hätte hier schon wieder ein bisschen zu viel gelevelt. Lapras. Jetzt kommen langsam ein paar Eis-Pokémon raus. Aber Omad war vorhin keins. Ha! Paralysiert! Oh, Body Slam. Ja, zieht zum Glück nichts ab. Aber unser Pokémon ist jetzt auch paralysiert. Aber wir können es ja nach dem Kampf heilen. Das ist ja nicht so besonders tragisch. Okay. Ihr letztes ist ein Gyarados. Gyarados. Ich hätte es auch gern Gyarados. Mit Level 78. Das überlebst du, Smogmog. Ich glaube an dich. Hast sogar ganz gut überlebt. Super, Smogon. Ey, Smogmog, ich bin stolz auf dich. Bis auf, dass du dich im ersten Part selbst verletzt hast. Okay, die erste hätten wir ohne Problem, würde ich sagen, geschlagen. Elite Four will not fail to Team Rocket. Okay, jetzt kommt ein Full Heal auf. Jetzt weiß ich, was Full Heal ist. Full Heal ist, Full Heal ist der Hyper. Dings da, ne? Damit kann man Pokémon Schadenswerte heilen. Hyperheiler heißt es genau. My Psychic Pokémon will never stop me defeat to Team Rocket. Okay, der Psycho-Pokémon. Im Original hat er eigentlich Kampf-Gesteins-Pokémon, der Bono. Was, dass der Psycho-Pokémon hat? Oh je, Level 79. Langsam wird's ernst. Also, es wird richtig, richtig schwer. Habe ich so das Gefühl. Schwerer als ich dachte. Ich dachte, wir rushen da jetzt einfach so locker durch. Naja, oh Gott, Psychokinese. Ach, Rex ist schon abgehärtet. Deswegen überlebt es jetzt diese Psychokinese. Ist mir als deutlich. So. Was kommt jetzt? Jetzt kommt Dragoran. Ihr wollt mich doch verarschen. Aber Dragoran ist kein Psycho-Pokémon. Der will mich doppelt verarschen. Naja. Gut, dass ich ihm Blizzard im letzten Part beigebracht habe. Blizzard. Das wird ein One-Hit-Kill, auch wenn es Level 80 hat. Unser hat ja auch Level 80. Na also, Dragoran schafft es nicht. Jetzt kommt's. Ja, war ja klar, dass der einen Simsala hat. Jeder Psychotrainer in der ersten Generation hat einen Simsala oder eine Vorentwicklung. Oh Gott, die Level werden ja immer... Höher, scheiße. Level 81 schon. Psystrahl.
Hoffentlich überlebt es. Protecti. Der tat weh. Der tat weh, der Angriff. Eieiei, soll ich Rest? Ich glaube. Ich riskiere es. Ich dachte, jetzt setzt der Genesung oder sowas ein. Naja. Dann lassen wir wohl Pivai gegen Pivai antreten. Bis auf die Ausnahme, dass unser Pivai stärker ist. So. Triplette. Das war für mein Pokémon, das du gerade gekillt hast. So, jetzt kommt Gengar. Gengar ist kein Psycho-Pokémon, aber es kann bestimmt eine Psycho-Attacke. Das heißt, ja, ich nutze die Giftschwelle von Gengar und greife an mit Psychokinese. Oh Gott, das Level wird echt immer höher. Ich mache mir langsam echt in die Hosen langsam. Was? Polar Ghost. Missing nur. Tschüss. Scheiße. Was ist denn das jetzt? Kämpfe jetzt gegen einen Geist. Ich hab mich mal wieder vertippt. X-Verteidigung auf Poltergeist. Also Poltergeist, das ist. Oh Gott. Das ist doch kein Pokémon. Das Spiel heißt Pokémon und nicht keine Ahnung was, Mon. Ich muss wechseln. Ich weiß nicht, was für ein Typ das Pokémon da ist. Auf jeden Fall hat es den Sprite von Missing, also auf jeden Fall hat es die Musik von Missing nur. Also wird es Missing nur sein, gegen was wir gerade antreten. Missing nur ist vom Typ. Missing nur ist vom Typ Flug normal. Aber die Psycho-Attacke vorhin war nicht sehr effektiv. Naja, macht nichts. Also, ich weiß auch immer, das war, es ist down. Okay, Bohne hat man besiegt. Ja, bei dem hat man einigermaßen Probleme, weil seine Pokémon werden langsam, also die Pokémon werden langsam richtig hart. My God, I has come down to the last two. So, es fehlen uns nur noch zwei. Ich muss erstmal meinen Pokémon wiederbeleben. Protecti. So, das müssen wir jetzt erreichen. Das kann ja Erholung. Oh Gott. Was ist denn das jetzt? Das wurde ja komplett umgebaut. Professor Eich. Hallo, my name is Professor Eich. Ich hoffe eines Tages, dass ich mein eigenes, dass ich mein Labor starten kann und jungen Trainern auf ihrer Reise helfen kann. Und Team Rocket besiegen kann. Der möchte Team Rocket besiegen. Kämpfen wir jetzt tatsächlich gegen Professor Eich. Er hat einen Reitschuh. Die Level werden ja immer verrückter. Ich mache mir langsam echt in die Hosen. Level 84. Boah. Meine Nerven liegen blank. Was ist denn das jetzt? Das ist Pisa Floor. Jetzt kommen die ganzen Starter. Level 85. Oh Gott. Level 85. Fuck. Auch wieder ein One-Hit-Kill. Boah, jetzt kommen die ganzen Starter. Das ist Turtok. Ich frage mich, ob es Eisstrahl kann. Ich wechsle zu Satsenia. Level 86. Boah, es war überhaupt nicht falsch, die Pokémon jetzt noch zu trainieren. Fuck. Ich glaube, jetzt holt der Macher alles raus, was noch an dem Hack geht, an Leveln. Schädelwurm setzt ein. Naja, gut soll mir recht sein, da tut er halt seine Runde nur verschwenden. So, Turtok hätten wir erledigt. Jetzt kommt wahrscheinlich Glurak Level 90 oder so. Oh Gott, was haben wir gegen Glurak? Ich muss Protect hier hinsetzen. Wahrscheinlich Level 90, oder? 87. Boah, das war Feuerwirbel. Na gut. Das wird ihn, glaube ich, nicht killen. Sein Glurak hat 7 Level mehr als unser Pokémon. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch sagen werde in diesem Let's Play. Boah.
Oh Mann, jetzt kommt der Feuerwirbel. Ich glaube, ich muss langsam mal ein TM einsetzen. Quatsch, ein Heil-TM. Heil-Item, nicht TM. Shit. Okay, jetzt aber. Max Potion auf Protecti. Ich kann ja jetzt da keinen Flammenwurf. Ja, ist zum Glück nicht sehr effektiv. Oh Mann, unser Pokémon brennt. Scheiße. Jetzt boah, dieses Glurak ist vielleicht schwierig. So, die Starter hätten wir alle. Was kommt jetzt? Was mache ich jetzt? Ihr wisst alle, wie stark Mewtwo ist. Alter. Oh Gott. Typisch Pokémon-Hack. Boah, Level 88. Und Mewtwo spielt Amnesia. Boah, fuck. Mewtwo. Hätte ich nie im Leben gerechnet. Nie, aber echt nie im Leben. Und jetzt erhöht er seine Spezialverteidigung. Während unser Pokémon weiter brennt. Toll. Jetzt erhöht er seine Verteidigung. Jetzt hat er schon seine Verteidigung und seine Spezialverteidigung erhöht. Was er erhöht, ist nichts. Ist sein Angriff. Er muss ja auch irgendwann mal angreifen. Oh meine Güte. Oh meine Güte. Was machen wir jetzt? Das ist ein Feuermarsch. Oder was meint ihr? Sind wir am Arsch oder nicht? Scheiße, was setze ich gegen Mewtwo ein? Kiffer. Mit einer Explosionsattacke. Vielleicht schaffe ich es ja irgendwie. Es kann Genesung, Leute. Es kann Genesung. Außerdem haben die Pokémon endlich AP. Das heißt, Genesung wird nicht so schnell. Ich hätte es vergiften sollen. Ich hätte es vergiften sollen. Statt Explosion. Was mache ich denn jetzt? Boah. Scheiße. Fuck. Okay, schnell Rex mit einer Flammenwurfattacke. Ich hoffe, Rex ist schneller als Mewtwo, obwohl ich es gar nicht glaube. Oh. Oh, cool. Oh, cool. Rex ist schneller als ein Legi. Okay, Professor, ich hätte ihn besiegt. Boah. There are two great Rocket Trainers. Even I do not know who the final Elite Four Master is. Ich weiß nicht, wer der letzte der Top 4 ist. Oh Mann. Wahrscheinlich hat der 90er und dann hat die Chelsea wahrscheinlich 100er Pokémon. Die wir mit 80er Pokémon ausschalten müssen. Das kann noch sehr schwer werden. Alter Schwede. Nein, nicht das, sondern das da. Full Restore auf Protecti halt noch letztendlich die Vergiftung. Quatsch, die Verbrennung. Ich muss mir ein bisschen zurücklehnen. Ach, Gott. Brauche ich noch. Ja, machen wir noch Max Potion auf Kiffer. Kiffer hat gut, hat das Mewtwo fast gekillt, aber nur fast. Dann noch die Pokéflöte, vielleicht haltet es ja unser Pokémon auf. Ah, funktioniert leider nicht außerhalb des Kampfes, schade. Na gut, dann müssen wir einen Full Heal einsetzen. Spielball, oh Gott. Ich trau mich gar nicht in den nächsten Raum. Wollen wir. Oh je. Ich schaff das. 10 Jahre Pokémon-Erfahrung. Dann werde ich das hier schon schaffen. So, James. I was surprised to see me here. The secret is out. I'm the head of the Elite Four. If you plan on being my successor, you must be able to beat me. Oh je, wir müssen gegen Giovanni antreten. Was hat der für Pokémon? Rizoros. Level 89. Ich muss schnell wechseln zu Protecti. Und er ruft seinen Rizoros zurück. Und ruft Victory. Mit Erdbeben.
Hoffentlich killt es unser Pokémon nicht. Na gut, unser Pokémon hat eine gute Verteidigung. Das ist schon, ja. Das hat schon überlebt, ja. So. One-Hit-Kill gegen ein 90er Pokémon. Was kommt jetzt? Jetzt kommt sein Lizarus schon wieder. Surfer. Das wird ein One-Hit-Kill, 4-fache Stärke. Kangama. Ich lasse Protecti draußen wegen der Verteidigung. Level 91, oh meine Güte. 11 Level mehr als unser Pokémon. Aber trotzdem ein One-Hit-Kill, weil es ein Volltreffer war. Und Level Up für Protecti, Level 81. Nidoqueen kommt jetzt. Wahrscheinlich Level 95 meine ich, ja, Level 92. Na ja, gut, soll mir recht sein. Aber ich glaube nicht, dass es Protecti schafft, es zu One-Hitten. Ja, sage ich ja. Level 92 und Kratzer. Das ist ein Witz, oder? So, Nidoqueen hätten wir auch besiegt. Jetzt kommt sein letztes Pokémon, der Nidoking. Level 93, das ist mein Geburtsjahr. Level mehr als unser 81er Protecti und ein Supertrank. Das ist ein Witz. Supertrank. Also, naja. Okay, Nidoking und Giovanni hätten wir besiegt. Boah. Simply amazing. You beat me. Both you and Jesse have proven that you both are capable of being my successor. You see, she also has beaten me in the Elite Four. Go in the next room for the final face-up. When it becomes too late of Team Rockets. Okay. Der letzte Kampf ist gegen Jesse. Um den der Preis ist, der wo gewinnt, leitet das Team Rocket. Really? It was about to recave the Horn of from Giovanni. Mein word came that you and wait the really before. He told me to wait in case you made it. And now I will put you in your place. I will not lose my glory. Not after all our things. Der letzte Kampf gegen Jesse. Jesse gegen James. Schleimerglöwe 95. Schleimerglöwe 95. Gebt euch das. Säurepanzer. Und noch mehr Säurepanzer. Erhöht seine Verteidigung noch weiter. Laute Gift-Pokémon kommen hier zum Einsatz. Schlammbart. So, ab unter die Erde, das Giftschale zu unserem Arcani. Er glüht. Das ist eine Schädelwumme. Oje, oje, oje. 90er gegen 80er. Nee, das ist himmelsfähiger. Seit wann kann Schlamm... Seit wann kann Slimog himmelsfähiger? Alter Schwede. Die cheaten doch hier. Naja. Ja gut, das ist Team Rocket. Team Rocket bescheißt ja fast immer, was den Attacken zumindest hier jetzt angeht. So. Sie hat ein Machomai. Gut für mich, denn ich weiß, dass wir Machomai killen können mit PY. Level 96. So, Angriff mit Psychokinese. Volltreffer und down.
Jetzt kommt Dodri. Entweder es ist Dictri oder Dodri. Ich glaube aber, das ist Dodri. Ja. Neue Psychokinese, das hat Level 97. Und greift da mit Bohrschnabel. Uiuiui. Okay, noch mit Psychokinese. Und Dodri ist down. Noch drei Pokémon hat sie. Knogger, Level 98. Jetzt muss ich Simsala heilen. Er erhöht seine Volltrefferquote. Vielleicht gefährlich für uns. Ich greife aber trotzdem an mit Psychokinese weiterhin. Boah. Und ein Top-Trank. Top-Genesung. Okay, dann setze ich Psychokinese halt nochmal ein. Und wir haben Knogger besiegt mit einem Volltreffer. Was kommt jetzt? Arbok. Level 99. Naja, das können wir one-hitten, glaube ich. Weil es Psycho gegen Gift ist. So, one-hitted. Und jetzt kommt ihr letztes Pokémon, wahrscheinlich Level 100. Snubbelicat. Ihr letztes Pokémon. Auf Level 100, natürlich. Da wechsle ich zu Protecti. So, jetzt muss ich taktieren und zwar. Na, Blizzard hat keine AP mehr. Setz ich zuerst Eisstrahl ein. So, jetzt wechsle ich. Na, aber zuerst. Ich wechsle zu Kiffer und zu unserem Starter. Also lassen wir jetzt Starter gegen Starter antreten. Zaltag. So, wer hat den besseren Starter gewählt? Jessie mit ihrem Mauzi. Und oder wir mit unserem Smogmog. Boah, Blizzard. Hab's gerade eingesetzt, habt ihr's gesehen? Alter. Okay, Donnerblitz. Kreideschrei. Na gut, das beeindruckt mich nicht. Thunderbolt. Wahrscheinlich läuft jetzt gerade die Webcam total falsch. Da müsst ihr halt mehr aufs Bild schauen, anstatt auf die Webcam. So, gleich haben wir es. Erstmal durchatmen, wir haben gewonnen. No, can't be. You beat my best. After all this work to beat Giovanni. James, pick up 200. How did you beat me? I even used cheats to raise my Pokemon to these high levels. Oh mein Gott. Entei still lost. I guess nothing beats raising Pokemon Legit. Scheiß Cheater, ich hab's doch gesagt, die hat gecheatet. James. Aha, what a great battle that was. And now, you're ready to be crowned my successor. Jesse, you are a disgrace. I do not want to see you again. James, come with me. Let this be noted that you beat me, the leader for and Jesse. Jetzt werden wir in die Ruhmeshalle eingetragen. Unser Akani, Level 80. Unser Starter ist Mokmok, Level 82. Wahrscheinlich läuft die Webcam jetzt total falsch, naja. Unser Drauran, stärker als ihre Mutter, Level 81, Aluini Junior. So, PY, Level 83, unser stärkstes Psycho-Pokémon, das wir in einem LP hatten.
Ausdauer ist Level 81. Unser stärkstes Wasser- und Eis-Pokémon, das wir je in einem LP hatten. Eigentlich alle die stärksten, was wir je in einem LP hatten. Also, ich hatte noch nie ein 80er-Pokémon in einem Let's Play. Höchstens 70er im Schwarz- und Weiß-LP. Aber noch nie ein 80er. So, wir haben 255 Stunden gezockt. Aber nur gespeedet, die Hälfte davon. You still need more Pokémon. Try to catch other species. Ja. So. Gut, dann war's jetzt für dieses Let's Play. Ich schaue jetzt dann vielleicht noch nach, ob was wir noch machen können. Falls es nichts gibt, dann ist dieses Let's Play beendet. Und ja, ich hoffe, ihr schaut noch andere Let's Plays von mir an. Bis dahin. Alles Gute wünscht ihr euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Bis dann. Ciao.